Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Food Feedback, auch bekannt unter dem Namen Refugees Cuisine. Heute möchte ich euch mal ein leckeres Mittagessen ein wenig genauer vorstellen für die Leute, die vielleicht noch die eine oder andere Kochinspiration brauchen, für die Leute, die nicht so genau wissen, hey, was könnte man am Wochenende denn mal Schönes machen, ja? Da gerne ein paar Tipps von mir mit auf den Weg. Ich werde in nächster Zeit auch öfter mal wieder Essensvideos liefern, weil irgendwie scheinen die total auf euch anzuspringen. Ja. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Gehen wir erstmal auf die Einzelteile ein. Also, oder erstmal vielleicht noch der Schwierigkeitsgrad oder Aufwandsgrad, sage ich mal. Der ist hier schon mittel bis hoch, ja, bei so einem Gericht mit Kassler, Klößen, Rotkraut und Soße, also das ist jetzt nicht mal eben in 10 Minuten gemacht, ganz im Gegenteil, das dauert richtig lange. Ja? Was haben wir hier denn Schönes? Klöße habe ich mir insgesamt 4 aufgefüllt, da unter diesem Rotkraut-Soßenberg verstecken sich auch noch 3 andere Klöße, die regelrecht darauf warten, von mir verspeist zu werden. Hier das Kasseler Fleisch, sieht auf jeden Fall lecker aus, haben wir hier noch ein paar schöne Blickwinkel davon, ja. Rotkraut finde ich passt immer sehr gut zu Klößen, ja, das erinnert mich direkt an so eine schöne Weihnachtsente, da eine dunkle Soße und Rotkraut, yam, 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 ist das nicht lecker, Freunde, ja, das Fleisch ist auch wirklich nicht so einfach zu machen, also wie gesagt, mittel bis schwierig, würde ich schätzen. Da muss man schon ganz schön was können, sage ich mal, um hier ein schönes Gericht zu zaubern. Es lohnt sich eigentlich nur für mehrere Leute das zu machen. So alleine macht man sich, glaube ich, kein Kassler mit Rotkraut, Klößen und dunkler Soße. Ja. Auf jeden Fall sehr aromatisch, was Kräftiges. Ich würde sagen, sowas isst man auf jeden Fall im Winter, vielleicht auch im Herbst. Ja. Im Sommer würde ich jetzt sowas Schweres wahrscheinlich eher nicht unbedingt essen, so vor dem Schwimmen oder so. Aber im Winter, wo man eh meistens den ganzen Tag chillt im Optimalfall, ist das eigentlich eine leckere Geschichte, würde ich sagen. Klöße, also vom Gesundheitsgrad her, hier haben wir natürlich sehr viel gekochtes Essen. Das ist jetzt im Vergleich zu einem Salat oder so jetzt nicht unbedingt so gesund. Ich schätze mal, hier haben wir hauptsächlich Carbs am Start, Kohlenhydrate. Aber hey, für so ein kräftiges Mittagessen kann man das auch mal rocken. Sehr lecker, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Klöße, Rotkraut, Kasslerfleisch, dunkle Soße. Das schmeckt, das gönnt man sich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Essensaufnahmen haben euch gefallen. Alles Gute und ciao!